Und ich voll die Tutor vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ja. Da habe ich aus Versehen das Pferd von jemandem geschlagen. Mal da noch was zu trinken ein. Kippen. Und dann geht's weiter. Was hat er gegessen? Wenn ich das wüsste. Wir haben doch nichts. Ich versuche es herauszufinden. Danke, mein Herr. Erstmal die Vorräte mitgehen lassen. Nur gekochtes Wasser. Ja gut, wenn sie nichts haben, ne? Der Reiskorb ist leer. Vielleicht hat er draußen irgendwas gegessen. Irgendwelche Bären müssten hier in der Nähe rumeiern. Weil viel haben die nicht, aber die bauen gut an. Ja, was Giftiges gegessen hat, muss im Haus noch was zu finden sein. Nur Stroh. Also Stroh ist jetzt nicht nahrhaft oder ist jetzt keine Nahrung, aber man hat jetzt nicht unbedingt gleich irgendwas Giftiges davon. Im Haus gibt es jetzt nicht so viel, ne? Hier sind Pilze. Angebissen. Das muss es sein. Ich sage es Hanaoka. Ach, der Junge muss sich nur übergeben, dann passt das schon. Wahrscheinlich giftige Pilze gegessen. Ja, schade eigentlich. Ich glaube, wenn er die gekocht hätte, wäre das gar nicht so schlimm gewesen. Aber ich bin kein Pilzkundler. Habt ihr etwas gefunden? Angebissene Pilze. Du Dummkopf, wie konntest du nur? Er muss sie aus Verzweiflung gegessen haben. Ich kann ein Gegengift herstellen, doch ich brauche Flussmoos. Bleibt bei ihm. Ich hole das Moos. Ja, das Remote Play Tool ist irgendwie schwach. Es hat manchmal so. Obwohl es eigentlich mit Kabel verbunden ist und ein internes, im internen Netzwerk ist, müsste ich eigentlich genug Framerate bzw. genug Stuff haben. Hier, Flussmoos. Wildschwein. Wir brauchen halt leider auch Raubtierfälle. Wo ist das Vieh jetzt gelandet? Hier. Und die haben mich zuerst angegriffen, okay? So, jetzt schnell zurück zu dem Jungen. Keine Ahnung, ich meine, japanische und chinesische alte Häuser, okay. Ich verstehe auch und mag auch diese Schiebetüren, aber diese Luken verstehe ich echt nicht. Mein Herr, habt ihr das Moos? Ja, habe ich. Hier ist es. Homio, hört mir gut zu. Zerstoßt dieses Moos hier und kocht es in einer Tasse Wasser. Lasst ihn die Mischung trinken, dann sollte er morgen früh wieder auf den Beinen sein.
Wir müssen jetzt sofort ins Lager. Ja, gehen wir. Danke, ihr habt meinen Sohn gerettet. Na, gerne doch, gute Frau. Hättest du mir auch die Tür aufhalten können, du Lümmel. Wisst ihr, der Mann hatte die gleichen Symptome wie das Paar auf dem Gehöft. Schmerzen, Erbrechen, schwere Atmung. Symptome einer Vergiftung. Ihr glaubt, das Gehöft wurde vergiftet? Da bin ich fast sicher. In diesem Fall werde ich Pinellien brauchen. Das Moos hat für den Mann gereicht, doch Pinellien sind stärker. Sie wachsen bei einem nahen Teich. Beeilen wir uns. Ja. Dann wollen wir mal. Das sind schon schöne Landschaften. Kann man echt nichts sagen. So, Sora, jetzt musst du aber mal ein bisschen sputen hier. Und direkt am Teich. Möchtet ihr mit ihnen reden? Sie höflich bitten zu gehen? Das überlasse ich eurem Ermessen, mein Herr. Super, sieht doch gut aus. So. Jetzt will ich erstmal gucken, was hier noch zu finden ist. Gar nichts. Komm schon, das ist lame. Wieso habe ich die denn besiegt? Für nix. Wir sind ja keine herzlosen Bastarde. Na gut, ich hätte auch einfach auf den Bienenstock zielen können. Wäre der Käse eventuell auch gegessen. Wo ist denn jetzt mein Sora? So. Komm mit. Ich habe das Gefühl, dass Sora ein männlicher Name ist. Ich weiß nur nicht warum. Hier drüben, mein Herr. Ja, ich weiß. Ihr habt die Pinellien. Ja, dank euch kann ich sie nun ernten. Es ist nur, ich frage mich, wenn ich euch zusehe, ob ihr die Gewalt sogar genießt. Ich töte nur, um unser Volk zu schützen. Daran denke ich immer, wenn ich zum Schwert greife. Natürlich. Verzeiht mir, mein Herr. Dann heilen wir die Bedürftigen. Ja. So ist gut. Schön ruhig bleiben. So, habe ich auch mal sauber gemacht. Guck mal, extra für dich, so allein. Hm? Frisch gewaschener Reiter, da reitet sich auch gleich viel angenehmer. Das Lager muss gleich vor uns sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Kämpfe genieße ich schon an sich. Auch wenn ich jetzt nicht
So, der Pfeil um... Tyler, meine Frau, sie atmet nicht mehr. So, du solltest mir schon jetzt... Seitdem die Mongolen zu unserem Gehöft kamen. Was hat sie gegessen? Wir hatten kein Essen, nur Wasser aus dem Brunnen. Tut mir leid, sie ist tot. Wäre ich nur früher hier gewesen. Ihr gabt euer Bestes. Aber wenn ich nicht angehalten hätte, für das Pärchen und den Mann. Hätten wir nicht angehalten, wären diese Menschen tot. Und ihr hättet nicht herausgefunden, dass sie vergiftet wurden. Vielleicht. Aber ich weiß immer noch nicht, wie. Der Mann sagte, seine Frau hat nur das Wasser aus dem Brunnen getrunken. Und wir wissen, die Menschen erkrankten nach dem Rückzug der Mongolen. Sie haben den Brunnen vergiftet. Vergiftetes Wasser würde Krankheiten wie ein Buschfeuer verbreiten. Ist es heilbar? Ja, die Pinellien wirken dagegen. Dann helft, wem ihr könnt. Danke, mein Herr. Euch verdanken viele ihr Leben. Hoffentlich. Da haben diese Lümmel also Brunnen vergiftet. Muss ich mal gucken, ob ich auch irgendwelche Fähigkeitspunkte habe. Nö. Gut. Warte mal. Entschlossenheit von mir. Was ist denn? Göttlichen Heilung. Nee, warte mal. Das war doch Entschlossenheit, ne? Ja, nee, den habe ich schon. Bin am Überlegen, ob ich göttliche Heilung nehmen soll. Dann kriege ich mehr Heilung, wenn ich mich heilen sollte. Gibt es noch einiges zu entdecken. Wir haben das Gebiet noch nicht befreit. Kenji-Geschichte 1 von 3. Obwohl, weißt du was? Das machen wir Stück für Stück erstmal hier lang. Sehr gut, Sora. Ich hätte jetzt auch den anderen Ort direkt entdecken können, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Blümelein, Blümelein. Hallo Bär. Yo. Also eine Herausforderung sind die nicht mehr. Wir haben den Bär platt gemacht. Ich verstehe. Ja, dahin will ich noch nicht. Auch Bombe ist voll, das ist okay. Schnell, Sora. Gehen wir mal auf hier. Ich wollte doch eigentlich nach links. Habe ich doch Orient. Das ist jetzt Mongolen, ja, ne? Der Kunst zum
Ich will eigentlich nicht so viele Pfeile verschwenden, aber so ein Headshot dann einfach ziemlich geil. Also ein Headshot hat schon was. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Bald so. Seid ihr frei. Frei mit dich, man muss gleich mal auf ins Bad. Hab Dank, Fürst Sakai. Vorsicht da draußen. Bitte, nehmt dies. Arigato, gozaimasu. Ono. Nein, schon wieder. Warum macht ihr immer Pferde platt? Was habt ihr euch getan? Jo, das gab massiv viele Vorräte. Ob man auch, ob man sich auch das Pferd ein bisschen fügig machen kann. Einfach mal mit einem Brandpfeil oder so abschießen. Seine Pferdefleisch-Salami ist schon gleich. Schon gleich geröstet. Entschuldigung. War das gemein? Ein bisschen. So, will ich mal gucken. Ein begleitet Sorg nach Komoda, um die Toten vom Stand zu werden. Gefährlich, aber natürlich. Doch diese gefallenen Samurai liegen schon viel zu lange da draußen. Sie ließen ihr Leben, um Tsushima zu schützen, um uns zu schützen. Sie verdienen eine anständige Bestattung. Das ist das Mindeste. Das ist schön, aber was ist das für ein Ort? Ebenholz, ja, das ist gar nicht schlecht. Oh, hier gibt's wieder was zu gucken. Yuna, das ist doch was für dich. Nakedai, Nakedai. Vielleicht enthaupte ich diesen Mongolen-Bastard oder ersäufe ihn. Nein, ich zünde ihn an, wie er es Fürst Adachi antat. Ich glaube, der ist mad auf den. Nee, nee, ich verzichte. Alles klar. Oh, hier gibt's Leder. Ja, die 200 Meter kann ich jetzt auch zu Fuß rennen. Vorräte müssten wir eigentlich jetzt einigermaßen genug haben. Ich denke mal, so langsam kann ich auch ein bisschen was... Oh, das sieht nicht gut aus dahinter. Brennt's. Ich verzichte. Nicht so dein Typ. Ist schon schick. Düt, 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 düt. Hallo Bär. Fuck. Yo. Oh.
Warum? Er macht immer den gleichen Move. Passt. Oller Lümmel. Sah fast aus wie ein Seso-Kids. Ich brauche Pfeile. Sonst habe ich ein Problem. Kann ja nicht jedes Mal wie ein wild gewordener Watz da reinrennen und nur ich alles platt machen. Ja, die Aufnahme mache ich noch fertig. Dann bin ich mal ganz kurz im Bad. Brenne die Holzfällerbasis nieder. Mongolisches Gebiet. Da bin ich mal ein bisschen stiller. Ermorde einen Gegner von oben. Bonusherausforderung. Hol die Banner zurück. Erlange das gestohlene Eisen wieder. Und ich habe natürlich keinen Pfeil und Bogen. Ermorde einen Gegner von oben. Dein Maul, du Lappen. Bin ich auf den Sack. Das ist... Habe ich noch irgendwo Pfeil und Bogen? Nee, ne? Natürlich nicht. So kriege ich den Arsch doch nie. Nach oben komme ich auch noch, du Affenarsch. Wo ist er, dieser Lümmelurch? Kunai. Ja, bringt nichts. So weit kannst du Kunai nicht werfen.
Warte, wenn ich Pfeile hab, frisst du Frisst du Schwänze, du Lappen. Wo ist er? Wo ist das nächste Arschloch? So läuft das doch. Ich glaube, ich habe mich nicht komplett dumm angestellt. Es war schön, dass man den Mond hier so riesig gemacht hat, aber ich finde ihn irgendwie ein bisschen dämlich. Ich glaube, Gegner von oben werde ich nicht besiegen können. Warte mal, von hier. Ah, von hier wäre ich reingekommen. Ich verstehe. Pferde lasse ich mal liegen. Die haben ja nichts getan. Die bringen nur ihre Reiter von A nach B. Was? Okay, ich hab's hingekriegt. Ich weiß zwar nicht warum. Grüß dich, Blub. Ja, natürlich. Einfach in die Pratze. So, was geht? Ich hoffe, dir geht's gut. So, wir sind ja keine Lümmellurche. So. Was haben wir noch? Bonushammer. Die Banner müssen wir zurückholen. Haben wir noch ein bisschen was? Eisen müssen wir noch holen. Das müssen wir finden. Das bedeutet, wir haben hier ein bisschen was zu tun in dem Lager. Verbesserung verfügbar. Das ist alles super. Oh, geil. Fleisch. Lass die Vorräte liegen, nimm das Fleisch. So, 3 Kunais. Das ist zwar schön, aber den brauche ich jetzt nicht zwingend. Ist heute schon wieder so warm. Gestern war es sehr schön. War eine schöne Temperatur gestern. Stahl. Okay. Ist okay, ich nehme.
So, jetzt müssen wir nur gucken. Da hinten können wir noch was aufheben. Weil wir können eigentlich überall mal reingehen und gucken, ob wir da irgendwas mitnehmen können. Vor allem, ja, Pfeile sind jetzt voll. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche, weißt du? Aber Eisen. War hier noch was? Nee, ne? So. Jetzt müssen wir nur noch die Banner zurückholen. Sollte das eigentlich gehen. Drückt halt, um alle anderen herauszufinden. Ja, brauchen wir jetzt nicht zwingend. Oder? Wer stellt sich mir zuerst? Fuck. Nein, lass doch so weiter raus. So, weg mit dieser Drecksau. So, hier gibt's auch noch einen. Will mich da nicht durchzwingen? Hier gibt's doch noch so ein Riesenschild Gärtner, oder? Wunderbar. So, was haben wir jetzt noch hier? Das Banner nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann müssen wir doch eigentlich... Nein! Och, du Lümmel. Wie geht's, wie steht's? Blubbidi-blub. Mal jetzt hier die YouTube-Aufnahme noch zu Ende und dann... Kunai voll Eisen können wir alles mitnehmen. Das ist doch schon immer gut. Frage ist nur, wo ist das nächste Banner? Da hinten. Hab's zwar nicht gesehen, aber gut, dass es markiert ist. Sonst hätte ich mir echt hier irgendwo einen Aussichtspunkt suchen müssen. Was jetzt auch nicht zwingend schlimm ist. Ich habe bestimmt wieder zerstöre Schwarzpulver versteckt. Ja, wo ist das? Wie lange sind wir dann? Ja, 34 Minuten ist okay. Dann mache ich das Lager hier noch fertig. Ich habe nur keine Ahnung, wo sie das Schwarzpulver versteckt haben. Da. Kann ich einfach einen Feuerpfeil reinsetzen? So, Vorräte müsste ich eigentlich genug für ein Upgrade haben. Jetzt lauf. Run, run, bitch, run. Ja, ganz genau. So sieht's aus, Mutti Maus. Ja, das Lager doch nicht nieder. Ich finde sowieso Quatsch. Das hätte man einnehmen können.
Ein Fähigkeitspunkt. Super duper. Das bringt mich weit. Hoffe ich zumindest. Technikpunkt. Ja, ich weiß. Ja, ist ja gut. Ja, wir sind gut, Sora. Brava, Sora. Oh, zweimal Gold. Für? Kann ich mir davon was so kaufen? Nee, ne? So, hier gibt es sonst nichts mehr. Wunderbar. Dann würde ich sagen, YouTube-Aufnahme beende ich mal. Machen wir gleich weiter. Ich bin aber kurz im Bad und wir können uns gleich in der Lobby treffen, wenn du Bock hast.